Heute Fragen und Antworten, die ich so meistens per E-Mail bekommen habe und die gerade aktuell sind. Hallo, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein Terra Preta Thema, unter anderem eines der Fragen. Deswegen habe ich hier mal unsere Holzkohle hergebaut. Ich werde auch mal ein ganzes Video noch mal nur über Holzkohle drehen. Vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen. Und über die Qualität von Holzkohle, Porengröße, Herstellungstemperaturen und so weiter. Aber heute soll es um ein paar einfache Fragen und Antworten gehen, die ich per E-Mail bekommen habe. Klassiker, der immer kommt. Was mache ich mit der Flasche? Die steht manchmal unter Druck, dann beult sich der Boden aus bei der Triatraktivflasche und dann kann ich die nicht mehr hinstellen. Einfache Lösung. Aufdrehen, zuschrauben, Boden reindrücken und dann steht sie wieder. Das ist die erste Antwort, wie man mit unseren Flaschen umgehen kann. Wir haben relativ billige, sehr leichte Flaschen genommen, die also nur 35 Gramm das Stück wiegen und die dann unter Druck relativ schnell mal ein bisschen ausbeulen. Einfach Druck ablassen, wieder zuschrauben, Boden reindrücken, fertig. Und das ist kein Problem für die Haltbarkeit. Also die Haltbarkeit von EM, von Triaterra Aktiv und Triaterra Honig hängt nicht davon ab, ob da mal kurz Luft rankommt, ob es umgefüllt wird sogar, sondern nur, ob lange Luftkontakt ist. Also mal ein paar Keime da drin oder so stören nicht, weil hier ist sowieso alles schockvoll von Keimen. Jeder Milliliter Triaterra Aktiv hat 1 Milliarde Milchsäurebakterien im Normalfall. Und das heißt, das ist... macht nichts, wenn da mal ein bisschen Luft oder dergleichen rankommt. Kurzzeitig ist es nur ein Problem, wenn das Tage und Wochen lang offen steht und dann die Säure oxidiert, die Säure weg ist und das nicht mehr sauer ist, dann kann es irgendwann umkippen. So typischerweise, wenn es 6 Wochen im Warmen offen steht oder mit viel Luft in der Flasche, dann kann es mal umkippen. Also, Flasche zusammendrücken, Luft rausdrücken und wenn man die Flasche angefangen hat, so weit zusammendrücken, wie es geht, bis es nicht mehr geht und dann ist die Haltbarkeit immer noch ein Jahr und wenn es dann tatsächlich Luft in der Flasche steht, am besten in den Kühlschrank und da ist sie nochmal gut 6 Wochen haltbar im Kühlschrank. Also das zu der Frage Triaterra Aktiv. Dann hatte ich eine Frage von einer YouTuberin in den Kommentaren. Warum sitze ich auf einer Toilette? Ich habe auch ein Video, wo ich auf der Toilette sitze, aber da erkläre ich auch die Toilette, deswegen sitze ich da drauf. Hier habe ich eine Toilette. Oder warum stehen die Produkte auf einer Kloschüssel? Ja, das ist hier unsere... Ich mal das Produkt wegnehmen. Unser 40 Liter Pflanzenkohlebeutel. Und hier ist die. Unsere Holztoilette, die ich als kleinen Beistelltisch benutze, um da unsere... Produkte drauf zu präsentieren oder mal den Globus. Genau, aber heute dieses 40 Liter Pflanzenkohle, eines unserer beliebtesten Produkte im Shop. 40 Liter Pflanzenkohle für 25 Euro. Wenn Sie 2 davon bestellen, ist es versandkostenfrei. Also über 40 Euro. Und ja, das geht weg wie warme Semmeln. Also mehr als die Hälfte unserer Kohle geht in diesen 40 Liter Säcken weg und die andere Hälfte geht in Form unserer Triaterra Streu weg, die wir fertig mischen für die Kunden. Das heißt, diese Kohle darf man nicht direkt anwenden, die muss noch mit EM, am besten Gesteinsmehl, gemischt werden und dann über die Kompostierung, Bokashi oder mit Urin zum Beispiel getränkt, dann angewendet werden. Also die braucht noch Nährstoffe auf jeden Fall und Mikroorganismen. Und Nährstoffe, eine ganz schnelle Nährstoffvariante ist Holzkohle plus Urin pur, also 10 Liter Holzkohle plus 3, 4 Liter Urin plus ein bisschen EM, einen halben Liter EM. Wenn man da noch 1-2 Liter Holzkohle Gesteinsmehl dazu macht, hat man eine wunderbare Mischung, die man direkt mischen kann, ansetzen, einen Tag stehen lassen und dann kann man die anwenden. Dann ist die Holzkohle schon vollgesaugt. Okay, für die ganz Eiligen, mein Frage-Antwort-Zettel heute. Schon. Versuche schnell durchzukommen, damit es nicht wieder so ein langes Video wird. Ja, Frage zum
EM Ansetzset 5 Liter. Wir haben ein Ansetzset 5 Liter. Wie kann ich mir die Entlüftung am Deckel vorstellen? Braucht es da kein Gärröhrchen? Wie hoch ist der Stromverbrauch bei einer Füllung ungefähr? Vielen Dank und liebe Grüße. Ich habe seit 2003 setze ich regelmäßig EM an, am Anfang in Flaschen, Kanistern, Regentonnen und so weiter. Ich habe noch nie ein Gärröhrchen benutzt. Die sind eigentlich relativ albern, diese komplizierten Gärröhrchen, und braucht man nicht. Was man braucht, ist, dass es, was man Luftaustausch verhindert. Man hat den 5 Liter Ansetzkanister, den füllt man mit der EM-Mischung, macht die Aquariumsheizung durch die Öffnung komplett rein, samt Kabel, sodass nur noch das Kabel rausguckt. Und dann passt der Deckel natürlich nicht mehr drauf, soll er auch nicht, sondern an dem Punkt macht man jetzt einfach eine Abdichtung mit ein bisschen Plastikfolie und einem Gummi und fertig. Das reicht aus. Wir brauchen keinen druckdichten Abschluss. Wir müssen nicht perfekten Luftabschluss erreichen. Es reicht nur, wenn die Luft nicht hin und her geht, wenn da kein Luftaustausch ist. Und das erreichen wir mit dem Folie und dem Gummi um die Öffnung. Und da entsteht ja Überdruck. Was heißt Überdruck? Es entstehen ja Gase. Gärgase, typischerweise Kohlendioxid, und das wäre, würde normalerweise durch ein Gärröhrchen abgehen, aber das geht auch einfach durch Gummifolie. Das ist ja nicht druckfest, das heißt, wenn da ein bisschen Druck entsteht, dann pfeift das da auch ab. Also das ist eine ganz einfache und funktionierende Variante und funktioniert von der 1 Liter Flasche, die man dann vielleicht im Wasserbad nicht ganz zuschraubt, bis hin zum 5 Liter Kanister mit vielleicht so einer Folie und Gummiabdichtung bis hin zu einem Regentonne, wo einfach der Deckel gut schließend drauf liegt, oder eben dem 1000 Liter Fass, wo man auch vielleicht noch ein dicke Decke drauf legt, dass es ein bisschen abdichtet, dass es die Luft nicht hin und her geht. Genau. Wie viel Stromverbrauch haben wir ungefähr, wenn wir EM ansetzen, 5 Liter? Ja, mal schwierig zu überschlagen, weil das hängt ganz stark davon ab, wie gut isoliert wird. Also die Strom, die Aquariumsheizung, die wir reinhängen, hat 75 Watt. Die läuft, wenn sie viel läuft, ein Viertel der Zeit, ein Drittel der Zeit, dann ist es schon viel, viel gelaufen. Und in der Zeit haben wir 7 Tage, 24 Stunden mal 20 Watt. Moment, da sind wir bei 7 mal 24, 140, 7 mal 4. 28 plus 140, 168 mal 20, 320, 330, 336, 336, Moment, nee, 3360 Watt, also 3,5 Kilowatt Stunden in der Woche, wenn man schlecht isoliert hat. 3,5 Kilowattstunden kostet 1 Euro. Das heißt, wenn Sie gut isolieren, einfach noch eine Decke mehr drüber, ist es nur 1-2 Kilowatt. Gucken, dass es von unten isoliert ist, gucken, dass man eine schöne Decke drüber macht, vielleicht 2, und dann hat man 2 bis 4 maximal Kilowatt. Nächste Frage. Hallo Herr Heckel, in den letzten beiden Jahren habe ich Triaterra aktiv erfolgreich eingesetzt, um den Buchsbaumpilz zu bekämpfen und auch den gesamten Garten damit verwöhnt. Gestern stellte ich leider ungebetenen Besuch des Buchsbaumzünslers an einigen großen Buchskugeln fest. Ist Spritzung mit Triaterra aktiv auch gegen den Zünsler erfolgreich? Also prinzipiell muss man ja sowieso, bei Buchsbäumen sind wir relativ gut damit, dass wir diesen Buchsbaumpilz, ich sag mal, unterdrücken, vermindern. Der ist nicht komplett weg. Wir sprühen EM, wir brauchen da nicht den Boden austauschen und nicht die Blätter wegsammeln oder saugen und nicht alles perfekt sterilisieren, sondern wir sprühen einfach intensiv EM, 1 zu 10 verdünnt, am besten am Anfang erstmal einmal 5 Wochen, also 5 Mal im Abstand je von einer Woche. Das ist so die Erstbehandlung, dass wir eine gute Biologie reinkriegen, und dann so 4-5 Mal im Jahr, immer Frühling, Sommer, Herbst, im Sommer eher 2-3 Mal, dass man diese Biologie im Gleichgewicht behält, dass der Pilz nicht
außer Kontrolle gerät und den Buchsbaum angreift und der dann abstirbt und so weiter. Und was wir typischerweise sehen, ist, dass der Pilz gestoppt wird, dass die Buchsbaumkugel ganz vital neu rauswachsen, die Buchsbäume, weil sie auch, das kommt natürlich auch an die Wurzel, an die Blätter, also das kriegt dann natürlich auch eine bessere Bodenmikrobiologie und wächst besser dadurch. Und typischerweise nach wenigen Monaten, 2, 3, 4 Monaten, wenn wir da EM angewendet haben, sehen die Buchsbäume wie neu aus. Und das, wenn man da dran bleibt und das weiterhin regelmäßig sprüht, dann bleibt das auch so. Buchsbaumzünsler, ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist ja ein Insekt. Die Raupen des Insektes fressen dann gerne die Blätter des Buchsbaums auf. Dann sieht er natürlich auch ein bisschen gerupft aus, aber ist für den Buchsbaum nicht so gefährlich wie der Buchsbaumpilz. Der Buchsbaumpilz bringt ihn richtig um, den Buchsbaum, weil er eben ins Holz reingeht und das Holz verpilzt und damit tatsächlich die Pflanze in der Substanz angreift. Die Blätter werden sowieso, ich sag mal, alle 1, 2 Jahre abgeschmissen vom Buchsbaum. Das heißt, okay, der sieht da ein bisschen gerupft aus, hat nicht ganz die Kraft, weil er vom Zünsler ein bisschen kahl gefressen wird, aber es tötet den Buchsbaum nicht. Also, dann wird man immer Jahre haben, wo der Buchsbaumzünsler mal mehr ist und mal weniger. Also zumindest nicht, wo man bei Buchsbaumzünsler nicht so Panik haben wie beim Pilz. Okay, mit EM sprühen hilft dem Buchsbaum, die Schäden wieder zu reparieren, schneller wieder rauszuwachsen und ein Stück weit vermindert es auch den Zünslerbefall, aber wenn der jetzt schon ganz aktiv da ist und rumfrisst, dann kann eventuell auch EM da nicht so viel helfen gegen die Raupen. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel Diatomeenerde zu pulvern. Das ist so eine Kieselalgenpulver, was Insekten nicht mögen. Diese Staubfeine, das ist sowohl für Raupen als auch Insekten ist das sehr unangenehm, weil das die austrocknet. Also das ist vielleicht eine Empfehlung, dass sie dann zusätzlich noch mal ein bisschen den Buchsbaum einpulvern mit Diatomeenerde. Da haben wir den Bobby Pulverzerstäuber, mit dem man das schön machen kann, oder eben einfach mit der Hand. Aber je nachdem, wie viele Buchsbäume sie haben, müssen sie dann ein bisschen viel mit der Hand stäuben. Genau, haben wir auch im Shop. Diatomeenerde, Kieselgur. Okay, das zu den Buchsbäumen. Ja, zu der Holzkohle, wenn ich sie schon hier stehen habe, hatten wir ja Rückmeldungen. Oh, die ist aber grob, die war letzte Jahre ja viel feiner. Dieses Jahr ist sie viel gröber. Ich habe hier das auch mal in einem Glas abgefüllt, dass man das noch so ein bisschen besser vielleicht in der Kamera erkennt. Also wir haben, die ist schon stückig, ne, so Stücke bis vielleicht 1 cm, das wird halt auf 6 mm abgesiebt und relativ, also da ist schon Feinanteil dabei, aber wir hatten die letzten Jahre sicherlich eventuell mehr Feinanteil. Der Vorteil ist auf jeden Fall, die ist trocken. Das ist für uns für den Versand gut, ne, die kostet, da ist tatsächlich 40 Liter 13, 14, 15 Kilogramm. Das heißt, das ist das wirkliche Trockenmaß der Kohle. Die ist nahezu 100% trocken, die Kohle. In den vergangenen Jahren hatten wir mitunter Kohle, die war Hälfte Wasser. Der hat die Kohlensack genauso groß, genauso viel Kohle drin, aber weil die schon lange draußen gelagert war oder stark abgelöscht wurde bei der Produktion von unserem Produzenten, hatten wir da manchmal 20, 25 Kilo sogar Säcke. Das heißt, da haben wir noch 10 Liter Wasser mit verschickt. Das fühlt sich natürlich schöner an, kann bisschen weniger staubig und besser verarbeitet werden. Einfache Lösung für Sie zu Hause. Bisschen Wasser rauf. Ein paar Liter Wasser rauf, durchmischen, dann haben Sie auch diese Feuchtigkeit wieder und diese leichtere Verarbeitbarkeit. Am besten gleich ein bisschen EM dazu. Dann haben wir die Mikroorganismen auch schon drin. Ja, und ist dieses Grobe ein Problem? Also zunächst mal beim Verarbeiten zerfällt das auch noch ganz schön schnell weiter, dieses Grobe. Und in den Versuchen, die ich kenne, die gemacht wurden, ist es typischerweise so, dass wir 0 bis 2,5 cm Körnigkeit der Kohle, also noch ein deutlich Stück körniger als das hier, haben wir den gleichen Effekt. Also ist nicht so, ist sogar so, dass eine reine, ganz feine Kohle nicht im Boden so gut wirkt wie eine Kohle, die eine breite Streuung an Korngrößen hat, wo es eben von 0 bis 1, 2 cm geht. Von daher waren wir eigentlich ganz glücklich mit dieser Kohle und sind sehr glücklich mit dieser Kohle, auch wenn einige Kunden das Gefühl, das haptische Gefühl nicht ganz so haben, dass es vielleicht
bisschen zu grob ist, aber der Boden mag das eigentlich sehr gerne. Es muss, gerade die gröberen Stückchen sind auch interessant für die Bodenstruktur, für die Durchlüftung. Also die sind nicht unwichtig. Und die Pflanzenwurzeln wachsen natürlich trotzdem daran. Das kann man dann schön sehen, wenn man mal so eine junge Pflanzenwurzel, ein Radieschen hochnimmt und guckt, was da für Stücken dranhängen. Dann hängen da eben die ganzen Holzkohlestückchen dran, nicht nur das feine Pulver. Also es funktioniert auch in dieser Körnigkeit und es funktioniert unserer Ansicht sogar noch besser und ist eigentlich auch für uns, wenn wir Triaterra-Streu machen zum Beispiel, das Mischen ist das wunderbar zu verarbeiten, dass es weniger klumpt, weil es eben nicht so einen hohen Feinanteil hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie schlechte Kohle oder so, im Gegenteil, wir sind eigentlich mit der Qualität der Kohle zurzeit super zufrieden. Die hat einen sehr hohen Kohlenstoffanteil, weil aller Dreck aus von dem Holz vorher abgesiebt wird, haben wir über 80% Kohlenstoffanteil hier drin, wie das inzwischen auch in irgendwelchen Vorschriften steht, dass das so sein soll. Ja, also von daher gute Kohle und wenn das zu trocken ist, zu staubig ist, ein bisschen anfeuchten und diese Stückchen hier drin, die sind gar nicht schlecht und werden beim normalen Verarbeiten, Erdemischen im Boden durch Frostsprengung und so werden die auch noch feiner. Also das feiner, viel feiner wollen wir die Kohle eigentlich nicht haben. So wollen wir sie haben. Wenn wir mehr Feinanteil können, kann ich bestellen beim Lieferanten, aber dann habe ich wieder das Problem, dass die Kohle schwieriger zu mischen ist und dass wir wieder Probleme vielleicht damit haben, dass wir nicht ganz diesen Holzkohlenanteil von 80% erreichen. Okay, also das zur Frage, warum die Holzkohle zurzeit oder ja seit einem Jahr ungefähr etwas gröber aussieht. Also das ist durchaus in Ordnung. Das funktioniert und soll so sein. Okay. Zu den Büchern von Frau Dr. Czocke aus dem Harz betreff EM und Vermehrung. Hallo, ich bin leider immer wieder etwas irritiert wegen Frau Dr. Czocke. Sie schreibt zur Herstellung von EMA keinen Heizstab verwenden. Ich weiß aus meiner Aquaristikzeit, dass es am Heizstab sehr heiß wird. Können da nun die EM Schaden nehmen oder nicht? Das ist unser EM-Ansatzset wieder, beziehungsweise unsere Empfehlung, wie man EM ansetzt. Und unsere Empfehlung ist durchaus, den Heizstab direkt in die Regentonne, in den 1000 Liter Fass, in den 5 Liter oder 10 Liter Kanister reinzulegen, komplett unterzutauchen und dann entsprechend die Temperatur zu halten, gut zu isolieren. Das ist wichtig. Ja, der Heizstab ist im Grunde ein bisschen zu heiß für die EMs. Aber die haben ja nur ganz kurz Kontakt damit, weil wir normalerweise, wenn wir den Heizstab auf den Boden legen, so eine Konvektion reinkriegen. Das heißt, wir haben EM-Ansatz, das Wasser, das erwärmt sich, steigt auf dadurch, wird leichter und steigt auf, kommt wieder runter, kühlt sich ab und dann kriegen wir am Heizstab so eine Konvektion, ein relativ schnelles Vorbeiströmen des EM-Mischung des Wassers an dem Heizstab und dadurch nehmen die EMs keinen Schaden. Also wir haben das ausprobiert. Ich habe am Anfang meiner Experimente mit Heizstab im Wasserbad und Regentonnen da drauf und so, funktioniert wunderbar. Bin dann irgendwann dazu übergegangen, zu gucken, was passiert, wenn ich den Heizstab reinlege. Und der Schlüssel ist, gut isolieren. Wenn man mit warmem Wasser startet und gut isoliert, dann also, dass er nicht die ganze 1000 Liter noch aufheizen muss oder so, ne, oder den ganzen 10 Liter Kanister noch einen halben Tag oder einen Tag lang aufheizen muss. Wenn man also mit warmen 30 bis 40 Grad warmem Wasser startet, eher 40. Und wenn man den Behälter, 5 Liter, 10 Liter Kanister oder Regentonne oder Container gut isoliert, also lieber noch 2-3 Decken mehr drüber. Das heißt, der Heizstab springt so gut wie nicht an und wenn er anspringt, dann nur kurz. Dann heizt er sich natürlich auch nicht so stark auf, spart man Strom und wir haben keinerlei Qualitätseinbußen dadurch festgestellt. Also wenn man den quasi offen hinstellt und der die ganze Zeit gegen die Abkühlung heizen muss, dann wäre es vielleicht ein Problem. Aber wenn man gut isoliert, dann ist der Heizstab im Container die günstigste Variante, die baulich einfachste Variante. Man hat den wenigsten Stromverbrauch und hat eine gute EM-Qualität, weil der so gut wie nicht anspringt dabei. Ja,
Ich möchte EM1 und mehr bestellen. Ist das Herstellungsdatum der EM1 bzw. der EMA angegeben? Ja, ist angegeben, also nicht das Herstellungsdatum, sondern das Mindesthaltbarkeitsdatum, was sowohl bei Triateractiv wie auch bei EM1 liegt, das bei einem Jahr, also ein Jahr zurückrechnen. Wenn da, keine Ahnung, April 2019 draufsteht, dann ist entsprechend die Herstellung April 2018 gewesen. Ich habe jetzt meinen dritten Bokashi-Eimer gestartet und werde immer wissbegieriger. Danke für alles und liebe Grüße aus dem Harz. Also das waren gleich drei Fragen. Okay, was haben wir noch? Ah ja, Plastik. Plastik, da würde ich auch gerne noch ein eigenes Video zu drehen. Aber ich will das hier schon mal kurz anreißen. Hallo Herr Heckel. Ich wasche jetzt schon ziemlich lange mit der EM-Waschkugel und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vor einigen Tagen nun habe ich auf Arte einen Bericht über Plastik gesehen, der mich etwas beunruhigt. Es ging unter anderem um den Abrieb kleinster Mikroplastikteilchen, die ins Grundwasser oder in die Luft gelangen. Zum Beispiel durch Autoreifen. Das war mir nicht bewusst. Wie sieht das mit der Waschkugel aus? Gelangt da womöglich mit jedem Waschgang Mikroplastik ins Abwasser? Das wäre fatal. Viele Grüße aus dem sonnigen Niedersachsen. Ja, Grüße zurück. Der Hauptteil von Mikroplastik in der Waschmaschine kommt von der Kleidung. Von Kunstfasern, Gummibund, Socken, überall wo Kunstfasern mit drin sind und sei es auch noch ein kleiner Anteil. Das ist ja schon so fein und große Oberfläche und dann wird es gewaschen und gerubbelt und dabei produziert man durchaus einen gewissen Anteil an feinsten Mikrofasern, Mikroplastikteilchen, die dann, wenn man nicht einen super Feinstfilter im Abwasser hat, mit ins Abwasser gehen. Ob das so ein Riesenproblem ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also tendenziell sind eher die Sachen wie PVC und so Weichmacher, die da nicht drin sind. Die sind eher ein Thema, dass die hormonell wirken und so weiter. Das, der reine Plastik ist erstmal nur eine relativ reaktionslose Oberfläche, die ja in, zumindest in dieser extrem feinen Korngröße jetzt nicht so ein großes Thema spielt. Aber das ist ein, das, damit werde ich mich nochmal genau beschäftigen, was diese Mikroplastik bedeutet. Das ist ein interessantes Thema, aber es scheint jetzt nicht eine Riesenkatastrophe zu sein. Es ist nicht wirklich giftig, es ist einfach nur Stoff, was keinen Nahrungswert hat, was man aufnehmen kann. Interessanterweise, es siedelt sich auf der Mikroplastik, die schwimmt ja dann in bestimmten Wasserhöhen und auf der Mikroplastik siedeln sich gerne Bakterien und Algen an, sodass jedes kleine Stückchen Mikroplastik mitunter ein Biotop wird, was das Wasser, das Leben im Wasser sogar erhöhen kann und deswegen auch mitunter von anderen Lebewesen wieder gefressen wird, weil es eben voll von, also wirklich im Mikrometerbereich dicht besiedelt ist, eben mit Algen und Bakterien. Also es ist auch schon mal wieder ein Stück neuer Lebensraum, der da entsteht. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Frage ist, was macht die Waschkugel dabei? Die Waschkugel ist Hartplastik. Man sieht ja auch, dass da nichts abreibt, sonst würde das ja optisch, wie bei den Autoreifen eben oder bei der Wäsche, die immer dünner wird, würde man ja merken, Mensch, da fehlt inzwischen was. Ist nicht der Fall, die ist Hartplastik, da kommt jetzt nichts, da wird jetzt nichts abgerieben von der Waschkugel in irgendeiner Größenordnung. Da ist, wie gesagt, jede Socke mit Kunstfaser drin, ist da viel, viel relevanter. Von der Waschkugel selber kommt da eher keine Mikroplastik ins Abwasser. Und dann zur Frage der Entsorgung der Kugel selber. Die kann man normal über Kunststoffmüll, über Haushaltsabfall, selbst grüner Punkt entsorgen. Der normale Weg ist, dass das in Deutschland sortiert wird, automatisch sortiert wird und Plastabfälle und so weiter werden im grünen Punkt angeblich wiederverwertet, tatsächlich werden sie nicht wiederverwertet, sondern statt Öl in die Zementherstellung, statt Öl in die Hochofen und dergleichen überwiegend eingesetzt, statt dass man da ein bisschen Erdöl spart. Das ist auch eine sinnvolle Sache, meiner Meinung nach, weil solange wir sowieso noch Erdöl verwenden,
Warum soll man dann nicht das Erdöl durch minderwertige recycelte Plaste, also nicht recycelte, sondern eben durch Plasteabfälle ersetzen? Das ist ja 1:1 der Brennwert. Und aus Plastik wieder Plastik zu machen, aus Plastikabfall, der nicht sortenrein getrennt werden kann, der noch dreckig ist, wo Farbstoffe drin sind, wo alle möglichen Sachen drin sind, wieder einen guten Kunststoff herzustellen, ist so schwierig und so energieaufwendig und letztendlich so umweltschädlich, dass es viel sinnvoller ist, das statt Öl zu verbrennen, wo es eben zu CO2 und Wasser wird und uns entsprechend Öl spart und auf der anderen Seite wieder aus Erdgas typischerweise neuen Kunststoff herzustellen. Okay, und in Deutschland muss man sich eigentlich keine Sorgen darüber machen, dass Kunststoff, der hier bei uns gesammelt wird oder in der Mülltonne landet, dass der irgendwann im Meer ist. Es gibt praktisch keine Eintragswege von, wenn man eine ordentliche funktionierende Müllentsorgung hat und Müllbehandlung hat, wie das in Deutschland der Fall ist, sehr teuer bezahlt, dann landet dann nichts von im Meer. Der Kunststoff, der im Meer landet, das sind die armen Länder, die pazifischen Anrainerstaaten, die südamerikanischen Staaten und so weiter, die keine ordentliche Müllentsorgung haben, die zum Teil systematisch einfach Kunststoffabfälle und Haushaltsabfälle ins Meer kippen mit dem Schiff und dann entsprechend ihr Entsorgungsproblem gelöst haben. Und da ist natürlich die Lösung nicht, dass wir hier in Deutschland anfangen, Kunststoff zu sparen, weil das interessiert die da Länder überhaupt nicht, die dann den Kunststoff reinschmeißen, sondern die Lösung wäre natürlich eine funktionierende Müllentsorgung in diesen zum Teil heute noch ärmeren Ländern. Und der schnellste Weg, das zu erreichen, ist, diese Länder wirtschaftlich zu stärken, reich zu machen, indem man gut Handel mit ihnen treibt und die Märkte für sie öffnet und dort für gute Gesetzgebung und freie Wirtschaft sorgt. Und wenn dann die Menschen entsprechend wohlhabend sind, so wie das hier in Deutschland ja auch vor 40, 50 Jahren der Fall war, dass sie dann sagen, jetzt wollen wir auch eine saubere Umwelt haben, wir wollen saubere Luft haben, wir wollen sauberes Wasser haben, dann dauert das, wie jetzt in Peking und China schon geschehen, nur wenige Jahre, dann wird der Hebel umgelegt und dann werden die Kraftwerke mit Filtern versehen und dann wird die Müllabfuhr professionalisiert und dann werden die Umweltprobleme gelöst. Und das ist offensichtlich der praktikable Weg, um Umweltverschmutzung zu lösen. Und dann wird auch dieser unsägliche Menge an Kunststoffmüll in den Meeren entsprechend abnehmen. Vorher haben wir da keine Chance, wenn wir da nicht entsprechend an die Müllentsorgung in den Ozeanen, in den ärmeren Ländern, wenn wir da nicht rangehen. Okay. Einen habe ich noch. Auch eine Standardfrage. Kann ich denn das EMA wieder vermehren, so ungefähr? Ich habe neulich bei Ihnen, guten Tag, Triaterra-Team, ich habe neulich bei Ihnen alles für einen EMA-Ansatz bestellt und bin sehr angetan. Jetzt frage ich mich nur, was ist genau drin in diesem EM1 und was passiert während der Gärzeit? Verändern sich die Organismen oder werden sie einfach mehr? Kann man nicht auch mit EMA nochmal EMA herstellen oder geht das nur mit EM1? Würde mich über eine Aufklärung sehr freuen. Okay. Im EM1. EM1 wird hergestellt aus den getrennten Stämmen, die getrennt vermehrt werden: Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien. Drei getrennte Kanister sozusagen in eins gekippt, zusammen mit Melasse und vielleicht ein paar Mineralien. Und dann wird das fermentiert, genauso wie EMA, aber wir starten eben bei EM1 noch mit den getrennten Mikroorganismen, die dann zusammengeführt werden und zur Symbiose in EM1 geführt werden. Typischerweise eine Fermentation, soweit ich weiß, die nicht nur eine Woche dauert, sondern 4 Wochen. Und dann haben wir EM1. Dieses EM1 nehmen wir und nehmen Sie zu Hause, wenn wir EM vermehren und nehmen davon 3% EM1, 3% oder 5% Melasse und dann vermehren Sie das zu EMA oder wir machen das und nennen das Triateraktiv. Unser Rezept ist noch ein bisschen subtiler. Wir machen noch Greengold rein und Keramikpulver und Salz und Essig und okay. Aber das ist im Grunde das, was wir tun. EM1
zu EMA, das ist triateraktiv. Das ist also die erste Vermehrung von EM1, quasi schon die zweite Vermehrung dieser Mikroorganismen. Und man kann durchaus noch eine Zweitvermehrung von EMA machen, dass man das triateraktiv nimmt und nochmal vermehrt. Dabei geht die Qualität aber schon ein Stück weit zurück, weil sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen ändert. Zum Teil haben wir weniger oder keine Photosynthesebakterien mehr drin, die da etwas verschwinden, weil die sich nicht so schnell vermehren wie die anderen. Zum Teil haben wir Fremdkeime drin, weil einfach über die Luft, über die Melasse andere Keime reinkommen, die sich mit der Zeit stärker vermehren. Ich sag mal so, wir haben Landwirte, die das für den Ackerbau, für die Gülle, die machen gerne mal eine Zweitvermehrung. Die nehmen sich einen erstvermehrten EM-Ansatz, EMA oder triateraktiv, machen davon 5% rein oder so und vermehren das damit nochmal. Ich würde das dann nicht mehr füttern, ich würde das dann nicht mehr für Silage oder für sensible Anwendung verwenden, aber für eine Sprühung auf dem Acker, für Gülle und Kompost ist das absolut noch eine Variante, wenn es den pH-Wert erreicht, der muss immer geprüft werden, pH-Wert 3,5 und tiefer. Den sollte es auf jeden Fall erreichen, sonst ist das Material nicht in Ordnung und kann eben nur noch über den Kompost quasi entsorgt werden. Aber für sensible Anwendungen würde ich diese Zweitvermehrung schon wieder nicht machen. Und für einen Haushalt und Privatgebrauch lohnt sich so eine Zweitvermehrung eher nicht. Da ist es dann, die Qualitätsverlust, den man da hat, ist dann, wie ich die Arbeit und die Sorgfalt, die man dann da bringen muss und so, wiegt das nicht auf. Okay, und dann Frage Drittvermehrung. Da bricht es dann tatsächlich auseinander, habe ich schon bei einigen Anwendern gesehen und auch selber probiert. Drittvermehrung und so, dann erreichen wir nicht mal mehr den pH-Wert, dann geht der pH-Wert nicht mehr auf 3,5 und tiefer. Dann haben wir auch nicht mehr die Sicherheit, dass sich keine Schadkeime da drin befinden. Und dementsprechend, also das Drittvermehrung kann man auf jeden Fall vergessen. Zweitvermehrung manchmal noch möglich, wenn man das für nicht sensible Anwendungen für Ackerbau und so weiter hat. Ja, okay. Das ein paar Fragen, die diesen Monat aufgetaucht sind. Ich verspreche, ich mache ein Video nur über Holzkohle. Und ich werde auch ein Video über Kunststoff machen und dieses Für und Wider von Kunststoff, wo ich sicherlich einige interessante Aspekte reinbringen kann, die man vielleicht so nicht bedacht hat. Okay, dann herzlichen Dank und auf zu Quadratmeter für Quadratmeter neuen fruchtbaren Böden. In diesem Sinne. Bis nächste Woche, Ihr Marco Hecke.